Vor kurzem habe ich einen Roman von Markus Gasser gelesen, nämlich Die Verschwörung der Krähen, erschienen im CH Beck Verlag. Er enthält etwa 230 Seiten und der Verlag preist dieses Buch an als historischen Abenteuerroman über unsere Gegenwart. Ich kenne Markus Gasser natürlich als YouTuber und auch als renommierter, profilierter Literaturkritiker und Dozent. Er beglückt ja seine etwa 20.000 Abonnenten auf YouTube regelmäßig durch seine Literaturanalysen und durch seine Einlassungen oder insgesamt Erklärungen rund um die Weltliteratur. Und auch ich habe schon einiges aus seinen Videos entnehmen können. Und daher war ich jetzt durchaus neugierig, was mich in seinem Roman erwarten würde. Die Verschwörung der Krähen. Worum geht es? Es geht um einen Ahnherrn der englischen Literatur. Es geht um niemand Geringeren als Daniel Defoe, der von etwa 1660 bis 1731 lebte. So ganz genau weiß man es nicht. Er ist natürlich bekannt als der Schöpfer und Erschaffer eines sehr bekannten, einsamen, gestrandeten Mannes, nämlich Robinson Crusoe. Eine Geschichte, die in gewisser Hinsicht durch den kulturellen Äther schwänzelt. Jeder meint diese Geschichte irgendwie zu kennen als Hörspiel, als Verfilmung oder eben als Erzählung. Ich habe es noch nicht gelesen, bin aber jetzt sehr neugierig geworden. Übrigens lese ich gerade einen anderen Wegbereiter des englischen Romans, nämlich Lawrence Sterne. Dieses vergnügliche Buch hier gefällt mir bislang gut. Ich werde dazu an anderer Stelle noch mehr sagen. Gut, also Daniel Defoe ist natürlich eine außerordentlich interessante Figur, weil sie in turbulenten Zeiten lebte. Er hat zum Beispiel die Pest miterlebt oder den großen Brand von London 1666. Das ist übrigens auch eine Episode in diesem Buch. Als Daniel Defoe dann älter wurde, hat er für die Königin, für Queen Anne, sogenannte Fake News, also Falschinformationen über politische Gegner und das Volk gebracht, hat also irgendwelche Geschichten aufgeschrieben, die diese politischen Gegner in einem sehr schlechten Licht dastehen ließen. Und das musste er tun, da die Königin ihn spielen konnte wie eine Marionette, da er ein Dissenter war. Das heißt, er gehörte nicht der offiziellen anglikanischen Kirche an, sondern war eben in einer gewissen Hinsicht ein Heretiker und damit hatte die Königin ein stetes Machtmittel. Aber er war offenbar auch sehr gut in dem, was er tat. Er hat sich zum Beispiel auch seinen Namen verändern lassen oder eben selbst verändert. Er hat ihn aristokratisiert, indem er den eigentlichen Namen Daniel Defoe noch mit einem De versah, nämlich Daniel Defoe, wie wir ihn eben heute kennen. Später arbeitete er dann auch noch für die Queen in anderen Angelegenheiten und er recherchierte, so könnten wir heute sagen, investigativ in der Unterwelt Londons, in der sogenannten Romeville. Und dort, ja, schreibt er die Lebensgeschichten von einigen Verbrechern auf und veröffentlicht diese dann, was wir heute sozusagen als True Crime bezeichnen könnten. Das ist ja immer noch ein außerordentlich beliebtes Segment, nicht nur auf YouTube. Und Daniel Defoe war der Ahnherr davon oder zumindest einer der ersten, der die unterhaltsame Macht dieser Geschichten erkannt hat. Es gibt in diesem so schmalen Buch wirklich Dutzende Personen und es gibt sehr viele Ortswechsel und Zeitsprünge. Und wenn wir erstmal auf die Erzählweise dieses Buches eingehen, dann möchte ich sagen, dass es eine Aneinanderreihung von einzelnen Szenen ist. Das klingt jetzt vielleicht banal. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Ja, gibt es ja eigentlich tatsächlich. Denn es gibt ja zum Beispiel noch den inneren Monolog. Es gibt ja eben Gedankenströme, die erzählt werden könnten. Es gibt manchmal auktoriale Erzähler, die zahlreiche Exkurse einflechten. Es gibt Dialogromane. All das ist dieses Buch nicht. Es ist ein relativ klassischer Szenenroman, in dem also an einem Ort bestimmte Figuren auftreten und dann gibt es einen Szenenwechsel. Und in meinen Augen hat Markus Gasser zunächst mal, also das ist meine Vermutung, einfach nur ins Blaue geschossen. Er hat von A bis Z diese Geschichte durchgeschrieben, also die Biografie Daniel Defoes, von Geburt bis zum Tod und hat dann offenbar bemerkt, dass dieser Geschichte jetzt das Geschmäckle der großen Weltliteratur aber völlig abgeht und dass es einfach keine Komplexität enthält. Ja, denn es ist eigentlich einfach nur die Lebensgeschichte. Und meine Vermutung ist, dass Markus Gasser dann diese Szene nochmal auseinandergeschnitten hat und ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Und jetzt haben wir eine zersplitterte Chronologie, die in meinen Augen aber nicht dazu beiträgt, dass hier die Komplexität erhöht wird und irgendwie ein Mehrwert erschaffen wird. Nein, in meinen Augen erhöht das einfach nur die Verwirrung. Ja, denn ich hatte häufig nicht mehr genau die Ahnung, wo ich mich gerade befinde und warum jetzt diese Szene da kommt und warum das Ganze nicht ein bisschen chronologischer erzählt wird. Aber in meinen Augen war das eben der Versuch, nachträglich noch eine gewisse, ja, Tiefe in diesen Text zu bekommen. Und das andere Problem, das ich mit diesem Text hatte,
liegt in den einzelnen Szenen. Denn die sind in meinen Augen einfach zu dicht. Markus Gasser will zu viel in zu kurzer Zeit, zu viele Personen, zu viele historische Fakten rund um London und natürlich auch, was das Leben von Daniel Defoe im Einzelnen angeht. Da stimmt für mich das Tempo häufig nicht und auch der Aufbau der Szenen einfach nicht. Wirklich ein ganzes Heer an Personen muss hier in dieses Buch gedrückt werden und da bleibt für mich einfach die Immersion auf der Strecke. Also die Befähigung eines Buches, Bilder entstehen zu lassen. Mir fehlt das allmähliche Gleiten in ein Bild, ja, das Ausstaffieren, das Visuelle, das Auditive, das Olfaktorische, all das, was man eigentlich gerade bei einem historischen Roman braucht, also dass man eine Stimmung bekommt von dieser Zeit und von diesen Orten, all das fehlt mir tatsächlich. Ja, und es fehlt mir auch ein Personal, das in der Tiefe wirklich auch erkennbar ist. Selbst der Hauptcharakter, Daniel Defoe, ist in meinen Augen relativ zweidimensional. Das liegt daran, dass wir wenig über seine Motive, wenig über seine Gefühle eigentlich in Erfahrung bringen. Als Beispiel, er ist plötzlich verheiratet, ohne dass uns genau gesagt wird, wie es dazu kommt oder wie die sich kennenlernen. Ich glaube, der Klappentext oder irgendein Video sagt auch mal, es sei eine sehr romantische Geschichte und die würden sich am Fluss kennenlernen. Das sind zwei Sätze im Text. Oder er ist zu Beginn noch irgendwie als Jugendlicher, ist er fasziniert von Shakespeare, sagt uns der Text und der Vater ärgert sich darüber, da der Vater möchte, dass Daniel Defoe ein Kaufmann werden würde und eine halbe Seite später ist er das dann. Also er ist dann plötzlich der gemachte Kaufmann, der in Soll und Haben denkt und den finanziellen Geheimnissen auf die Spur kommen möchte, ohne dass der Text uns verrät, wie es dazu gekommen ist. Und eine einzelne Szene verdeutlicht das vielleicht auch nochmal. Da ist Daniel Defoe zu Beginn im Gefängnis, da er eben ein Dissenter ist und hier jetzt ins Gefängnis gesteckt wird. Und jetzt würden wir doch erwarten, dass wir erfahren, wie es dort aussieht, wie es dort riecht, warum Daniel Defoe Angst hat, wie er Angst hat, dass er zittert, ja, dass er nicht weiß, wann er wieder rauskommen kann, dass er hofft, dass er darüber nachdenkt, was passieren wird. All das erwarten wir und das findet nicht statt. Warum? Weil Markus Gasser diese Gefängnisszene nutzt, um mindestens noch 5 andere in seinen Augen wichtige Themen unterzubringen. Daniel Defoe lernt jetzt seinen Mithäftling kennen, der ihn noch eine Weile begleiten wird. Das ist allerdings inszeniert in einer, in meinen Augen, relativ albernen Coolness. Der sagt nämlich, der Mithäftling, zuerst: Willkommen in der teuersten Herberge Ihrer Stadt. Ja, wir stellen uns vor, ein Foltergefängnis und dann dieser locker ironische moderne Satz. Oder mit überkreuzten Beinen und verschränkten Armen lehnt er da in einer gespannten Gelassenheit. Das passt für mich nicht. Dann wird auch in dieser Gefängnisszene noch die Dissenter-Bewegung erläutert und es wird erklärt, warum die denn gegen die anglikanische Kirche sind. Dann wird uns noch gezeigt, dass die Ehefrau von Daniel Defoe versucht, ihn irgendwie freizulösen. Das ist auch eine ganz schiefe Szene, weil sie dort auf Nottingham trifft, einen Staatssekretär der Königin, und der überlegt kurz, ob er sie jetzt verführen oder vielleicht vergewaltigen soll, aber dann scheint sie, also die Ehefrau von Daniel Defoe, abzulehnen und er sagt dann, ah, okay, er hatte sich schon gedacht, dass das mit dieser Frau nicht zu machen sei. So als könnte eine Frau damals einfach sagen, nein, bitte, ich möchte nicht vergewaltigt werden, ich lasse mich darauf nicht ein. Also das sind so schiefe Szenen, so ganz schiefe Bilder auch. Ja, und dann kommt es noch zu einer Erläuterung eines Nebencharakters, nämlich ja ein gewisser Sir Salathiel Lovell, der wird jetzt auch in dieser Gefängnisszene noch eingeführt. Da spricht dann offenbar ein auktorialer Erzähler. Und was einfach verpasst wird, ist hier eine Stimmung aufzubauen. Und ich finde auch, dass sich das wiederholt auf der kleineren Ebene. Hin und wieder werden auch Metaphern aufgebaut und in diese Metaphern hinein kommt dann tatsächlich nochmal Information über die Figuren. Also selbst eine Parenthese, selbst ein Einschub wird hier nicht verschenkt sozusagen, sondern wird noch mit Information über Figuren und Handlung gefüllt. Und das ist mir viel zu viel. Hier zum Beispiel heißt es über Nottingham, das ist ein Bösewicht eigentlich. Es ist ein Staatssekretär der Königin, der offenbar Daniel Defoe verfolgt hat und ihn gesucht hat. Hier heißt es, plötzlich kam ihm sein Hirn vor, wie der geblähte Papierdrache seines verstorbenen Sohnes bereit zum Aufstieg. Es geht noch weiter. Also in dieses Bild eines Papierdrachen, sein Gehirn ist offenbar, ich weiß auch nicht genau, was das bedeuten soll übrigens, dass das Gehirn nach oben gedrängt wird, vielleicht ist es geht ihm nicht besonders gut. Und in dieses ohnehin schon sehr verwirrende und in meinen Augen nicht wirklich präzise Bild wird noch die Information eines verstorbenen Sohnes gepackt. Das ist mir viel zu viel. Also das ist ein so eng gepackter Text, der eher verwirrt in meinen Augen. Und das findet sich an so vielen Stellen wieder. Einmal ist Daniel Defoe viel später dann in Schottland und er kauft, wie es hier heißt, die größten schottischen Zeitungen auf für die englische Queen, damit die eben ihr Nachrichtenmonopol vergrößern kann.
Aber wie kauft man denn bitte einfach mal in einem Satz die größten schottischen Zeitungen? Da wird nichts erzählt. Und die reisen inkognito, die reisen nicht in einer Goldkutsche der Majestät umher. Also das ist für mich kaum vorstellbar, was hier passiert. Und daher kann ich auch die folgenden Sätze gar nicht wirklich kontextualisieren, wenn nämlich der Freund von Daniel Defoe dann sagt, er vermisse seine schottische zweite Heimat jetzt schon. Dann weiß ich wirklich aufrichtig nicht, ob das Ironie ist, weil Schottland vielleicht so fürchterlich ist, oder ob die da tatsächlich lange waren und ob er leidenschaftlich Schottland liebt. Dieses Buch erzählt es mir nicht. Diese Szenen sind in meinen Augen viel zu rasch erzählt und dadurch auch nicht wirklich stimmig. Und dann kommen wir zu dieser angeblich so modernen Machart, zu der modernen Übertragung. Ja, dass es eben ein Buch über unsere Gegenwart sei. Was das bedeutet, kann ich euch hier mal vorlesen. Eine Nebenfigur äußert sich hier folgendermaßen, aber das könnte auch auf Daniel Defoe zutreffen. Wenn ich in meine Zukunft blicke, sehe ich Journalisten, Geschäftsleute der Welterklärung, die noch den schlichtesten Nachrichten ihre Meinung unterjubeln und das Ganze für ein großes Spiel halten und Mörder sind. Mörder und nochmals Mörder in ihren Glossen und Kritiken. Ist das nicht eine seltsame Verballhornung dieser Zeit? Ist das nicht ein absoluter Anachronismus? Ich weiß, dass Markus Gasser sich immer wieder über Literaturkritiker echauffiert und diese für ungerechtfertigt das Gesocks hält, ja, weil man Literatur nicht kritisieren darf. Ich frage mich dann immer, was das bedeuten soll. Ich bin Lehrer und es ist gut, dass ich von meinen Schülern kritisiert werde, dass es die Möglichkeit gibt, nachzufragen oder zu sagen, Herr Rössner, ich habe das nicht verstanden, können Sie es bitte nochmal erzählen? Das ist wichtig, das ist Bestandteil der Verbesserung. Das ist auch der Grund dafür, dass Literatur so bedeutsam für uns ist, dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu reden und anzuführen, dass wir eigene Meinungen haben, die der Literatur eventuell widersprechen. Das ist ein Teil der Literatur so genial macht. Ja? Ich will das nicht in irgendeiner Weise sozusagen als etwas Negatives gebrandmarkt sehen. Und das passt in meinen Augen auch einfach nicht in diese Geschichte. Es ist wie ein Anachronismus, der diese ganz dünne Schicht an, in meinen Augen, authentischer Figurenzeichnung dann wieder zerbrechen lässt. Und übrigens erinnert mich das daran, dass Markus Gasser in einem Video auch mal über Ricky Gervais etwas äußerte. Ich glaube, so spricht man diesen Komiker aus, den ich übrigens sehr lustig finde. Er sei, und das hat Markus Gasser über ihn als Person gesagt, es ging dort nicht um eine Analyse eines Textteils, sondern es war wirklich eine allgemeine Aussage, er sei ein gedankenloser Kleinbürger und Spießer, okay, geschenkt, passiert. Aber dann sagte Markus Gasser über Gervais, er sei ein zufrieden und fett grinsender kleiner Idiot. Okay, also man soll Literatur nicht kritisieren, aber wenn du Menschen beleidigst, wenn du sagst, jeder Satz von Proust sei wichtiger als jeder Satz von Gervais, dann ist das statthaft. Der fettgrinsende kleine Idiot, also hier wird die Körperlichkeit auch noch angesprochen, man macht sich größer. Das ist Schulhofgehabe. Meine Güte. Okay, was kann ich dazu sagen? Dieses Buch ist tatsächlich in meinen Augen auch mit neutraler Betrachtung kein gutes Buch. Es gibt am Ende eine gute Zusammenfassung von zwei Leben. Da wird dann nämlich das Leben von zwei Verbrechern geschildert. Und an der Stelle war ich wirklich kurz der Meinung, das sei jetzt aber wirklich ein temporeiches und spannungsvolles Narrativ. Eine tolle Geschichte, ein tolles Kapitel am Ende dieses Romans. Und ich war der festen Überzeugung, dass Markus Gasser sich diese beiden Figuren auch selber ausgedacht hat. Also dass er hier eine literarische Kraft eben auch noch ins Buch gebracht hat. Bis ich dann natürlich recherchiert habe und gesehen habe, nein, das ist letztlich auch einfach nur eine natürlich literarisierte und ästhetisierte, aber es ist doch eine historische Wiedergabe von tatsächlichen Verbrechern, die man übrigens so auch auf Wikipedia nachlesen kann. Natürlich etwas kürzer, aber durchaus ähnlich. Und von dem her ist das ein Buch, das mich wirklich nicht begeistert hat, das mich an vielen Punkten auch enttäuscht hat. Ich schwanke zwischen 3 und 4 Punkten von 10. So viel zu diesem Buch. Lasst mir gerne euren Kommentar da. Was haltet ihr von meiner Review zum Booktuber und YouTuber Markus Gasser? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.